Und damit willkommen zurück zu Rise from the Ashes. So, wir sind hier im Challenge Mode. Dann kommen Sie mal mit. Ganz schnell eine Basis hochzimmern. Das ist jetzt eine aktuelle Version davon. Also Flippy hat diese Version nochmal geupdatet, weil es unmöglich war, auch schwer hier gegen die KI anzutreten. Ich habe es im Livestream einmal geschafft. Eine Basis. Wirklich nur eine Basis. Und dann hier Platz zu machen. Weil die Angriffswellen sehr intensiv waren. Und es kaum Zeit, eine vernünftige Struktur hier aufzubauen, was Einheiten angeht. Die Extraktoren, die gab es auch nicht. Die hat er nachträglich eingefügt. Nicht sehr gut. Haben nochmal zusätzliches Geld, was wir hier verschwenden können. Aber schwer ist es wirklich, gegen die KI anzutreten, weil ihr müsst euch vorstellen, sind hier mindestens 4-5 Basen. Und alle haben einen Output von mindestens 20 Einheiten. Wenn ihr gerade mal so eine Rage verfallen, die greifen euch alle an, dann habt ihr teilweise hier oben alles voller Artillerie stehen, sei es NOT und GDI. Dann kommen noch zusätzliche Fußtruppen und Panzer an. Da hast du nachher keine Chance mehr, das macht dann keinen Sinn. Hier musst du ein gesundes Verhältnis auch aufbauen. Das hat er zum Glück auch gemacht. Dazu sich zu den Einheiten hat der Feind auch noch Superwaffen zur Verfügung. Und das war echt nicht mehr lustig. Die Version hier ist ja etwas entschärft. Wir haben ein bisschen Zeit zwischen den Angriffswellen, dass wir uns auch mal beruhigen können, dass wir mal wieder das aufbauen können von den Einheiten her. Dass wir auch eine reelle Chance haben, gegen die KI anzutreten. Und so wie das hier abgestimmt ist, in der finalen Version, also in dieser Version jetzt hier, ist das schon sehr gut. Immer noch ein bisschen knackig. Aber wir wollen es ja schwer haben. Aber leicht kann ja jeder. Wir kommen hier vorne hin. Euch verteilen wir hier vorne. Zack, aufstellen. Da ist noch ein Extraktor. Oben mit hin, dann ist Radar. Strom müsst ihr jetzt in einer Tour bauen, weil die KI greift euren Strom an. Wie man gut erkennen konnte, das beste Beispiel, danke. Deswegen ist auch neben Strom auch wichtig, genug Einheiten hinzuzimmern. Geld ist auch spielt eine sehr wichtige Rolle hier. So, Titan, die brauchen wir in Masse. So, die brauchen wir auch. Wir müssen die Karte ein wenig aufdecken. Die brauchen wir nicht. Ja, Steuerrakete ist klar. Also wir haben Steuerrakete und Ionenkanone. Gehen wir zu den Feinden mal hin. Ein bisschen was aufdecken. Ich weiß im Groben, wo die sind. Silos hier, das ist immer sehr schön. Auch nicht die Titanen mitbauen. Belasse es mal bei den Titanen. Ja, hier schon mal der erste. Den kann man ganz schnell wegrushen. Ein paar Titanen. Müssen aber dennoch warten, was der Feind jetzt hier macht. Wann der kommt. Weil wenn zu wenig Verteidigung hier steht, die überrennen dich sofort. Keine Gnade hier. Auch Tiberiumfelder, da müssen wir mal drauf achten, dass die Sammler immer dahin fahren, wo sie auch sollen. Weil ganz gerne bleiben die auf den Feldern, wenn sie auch abgeerntet wurden. Das ist in TS leider so. Kraftwerke ausbauen lohnt sich nicht. Ihr habt es ja schon gesehen. Die werden an der Tour weggeschallert. So, da kommt schon mal der Erste. Das ist noch harmlos. Immer unter Druck setzt den Feind. Das ist schon die erste Welle. Das kombiniert die KI. Das mal was von der GI kommt, mal was von NOT. Da kommen noch die Artillerie hinzu, die sich dann hier aufstellt. Und die Artillerie ist besonders anstrengend hier. Da müsst ihr besonders schnell agieren.
So, da seht ihr schon, das sind ein paar, die wir jetzt gesehen haben. Wieder ein paar Panzer dazu. Schön verteilt aufbauen. Sammler müsste wirklich auch genug davon rumfahren haben. Immer mal wieder, ja, kommen wir schon. Ja, schön, Kraftwerke kaputt gemacht, ihr seid meine Helden. Und Druck machen, Druck machen, Druck machen, Druck machen. Und da kommen sie. Wir haben ein paar Leute da. Nicht unterschätzen, die Habermas. Zack, schön in die Richtung reinlaufen. Hier können wir schon einfach rennen. Haben sie meinen Bauchblatt gemacht? Ist das nicht schlimm? Das meine ich eben mit verteilen. Ach, warum soll ich das wieder besonders schwer machen? Gut, wieder nur eklig, die dann darauf angreifen. Na, kommt mal her. Zum Glück müssen wir jetzt einen wegrushen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Sah nicht so aus. Die Infanteristen sind besonders ekelhaft hier. Gerade wenn die sich so schön verteilen. Eine Abhilfe verschaffen. Na, wo wollt ihr hin? Mal wieder auf meinen Strom drauf. Einfach mal überlaufen hier. Ja, Infanteristen sind so anstrengend hier in diesem Spiel. Nein, wir brauchen keine Silos. Glaub mir. Glaub mir, wir brauchen keine. Jetzt rushen wir ihn weg. Den ersten. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Verschnaufpause. Das müssen wir nutzen. Das ist so bitter nötig hier. Sobald das hier weg ist, Hand von Not, verkauft er alles. So, der erste Feind ist schon mal weg. Oh, Disruptor. Ach Leute, ihr macht das mal alles kaputt hier. Hier wird alles weg. Ja, machen es mal ein bisschen schwer heute. Zwei Ingis können wir gebrauchen. Komm, komm, komm. Wir müssen das konzentriert auf einer Stelle verschieben. Ich zerstöre erstmal die Brücke. Der Sonder meint auch, er könnte hier uns angreifen. Dann brauchen wir nochmal zwei. Wir haben hier noch was zum Bauen. Gehen wir hier oben mit hin. Ja, wie immer brauchen wir Silos. Schieben uns mal ein bisschen. Das verschießt sich nach hier oben. Weg. Reparieren. Ja, gegen die Ionenkanone können wir gerade noch nichts machen. Noch nicht. So, gehen wir da rein. Unit ready, yes sir.
man hier schon das Bauen nach so ein paar Sachen von den Vergessenen. Rüberlaufen ist immer noch am besten. Weil ich es manchmal nicht gebacken bekomme. Mal mit. Brauche noch ein bisschen Strom hier. Oh, Titanen. Hat mir Titanen bestellt. Oh, ist nicht getroffen. Das nennt man Pech. Oh, Notmods. Sehr stark hier. Ja, das ist nicht schlimm. Alles gut. Alles gut. Können wir sondern nachbauen. Halten zum Glück nicht viel aus, aber sind saustark die Dinger. Dann müssen wir mal hier oben hin verschieben. Da kommen sie auch. Ein Auge hier drauf werfen. Und Geld soll es echt nicht mangeln. Und sie huschen immer noch wieder durch. Ja, hier müssen wir sammeln, Leute. Machen wir die ganzen Brücken kaputt. Ich hoffe, der Feind, der repariert sie auch. Wird uns nur zugutekommen. Ach, die haben ganzen Rev zerstört. Deswegen brauche ich. Sammler brauchen wir ja gar nicht mehr. Na, hier kommt man da oben. Wird knackig. Das ist ja der Challenge Mode. Sonst schnapp ich mir mal einen Bau auf. Ja. Gut, er greift die Sachen noch weiterhin an. Das ist sehr gut. Ohne Radar irgendwas zu machen. Hm? Ach, der hat meine... Okay. Kann also nichts übernehmen. Auch erledigt. Wo ist denn hier die Brücke? Interessant, kommt mal zurück, Leute. Muss die KI hier reparieren. Und es gibt nur noch eine Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Wieder repariert das aber nicht von euch. Das ist nicht schlimm. Mal ein bisschen sammeln hier. Ja, Reaper. Kannst mit deinem Reaper machen, was du willst, mir scheißegal, Kollege. Kämpfen bis zum letzten hier. Bis zum letzten, komm. Kommt man mit. Gut, sonst alles vernichtet.
Ist aber nicht schlimm, ich... Komm. Ramler könnte ruhig machen, das ist vollkommen egal. Hier sieht man die ganzen Einheiten, Verbände. Da haben noch ein paar Titanen hier rumstehen. Wir werden mal die restliche Basis von ihnen hier platt machen. Das könnte man vergessen. Uns will sie ja nicht schaffen. So, nächste Stufe ist hier vorne. Jetzt haben wir unendlich viel Geld. Verteidigung hier kaputt machen. Alles über Rennen. Verkauft. Einzige Nachteil sind jetzt hier die. Rüberlaufen, komm. Einer hätte noch eine Basis hier. Was vorgeschobenes. Jetzt müssen noch die hier runterkommen. Aber die kommen nur erst, wenn die eine zerstört ist. Das ist das Problem. Na, warten wir mal. Idioten wird in der Luft. Wen greifst du an? Ach, ihn greifen sie an. Das ist schon mal gut. Schade, dass die Titanen nicht hochschießen können. Technisch wäre es möglich, aber sie können es leider nicht. Und drauf. So, das war mal so die Hardcore-Variante, wie man es nicht machen sollte. Ist aber möglich. Geht alles. Also sobald der Bauch weg ist, braucht ihr nicht sagen, okay, das kann man aufgeben. Nein, bis zum letzten kämpfen wir. Und so aussichtslos war es natürlich jetzt auch nicht. Wir hatten genug Titan gehabt, wir konnten die ganzen Basen rushen, alles gut. So, tragen wir es einmal ein. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann.